Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Cyberpunk 2077. Wir müssen mit Judy quatschen, denn es geht dann wohl endlich ins Cloud. Glaube ich zumindest, da ist sie ja. Schön, dass du mitmachst. Hab viel drüber nachgedacht. Ihr hattet recht. Manchmal ist das einzig Vernünftige ein Tritt in die Eier und eine Kugel zwischen die Augen. Bist du nervös, Tom? Woher weißt du das? Naja, du machst sowas zum ersten Mal. Siehst so, du machst, was eine Puppe tut. Nur mit einem anderen Programm. Das kannst du gut. Weißt du, wie ich an Hiromi rankomme? Ich hab den Bauplan. Ich weiß, wie wir es machen. Nicht ganz genau, aber das Penthouse geht klar. Am besten gehst du über die Wartungsebene rein. Da gibt's einen Weg. Und wo steckt Maiko? Trifft sich mit Hiromi, damit keiner was merkt. Sie sorgt dafür, dass er bleibt, wo er ist. Okay, gehen wir rein. Ziehen wir es durch. Ja, Leute, rein da jetzt. So, Knarren. Oh Gott, sieht das nicht wieder aus. Ja, mal hin. Auf der schnellen habe ich ein bisschen bessere Bewaffnung. Oh, auf der Pumpe sieht es ein bisschen doof aus. Itemherstellung, wartet mal. Munition konnte ich, glaube ich, nicht herstellen, oder? Konnte ich Munition herstellen? Alle Items. Ja, nee. Ich glaube, Munition konnte ich nicht herstellen, ne? Doch, hier. Munition, Gewehre, Pistolen, Scharfschützen, Schrotflinten. Genau. Ja, komm, wir ballern gleich mal. Ja, ist was geballert hier. So. Folge Judy, na dann. Ja, Wartungsbereich. Ihr beide geht gleich nach uns rein. Direkt zum Clouds. Wird auch okay. Langsam Zeit. Und ich baller einfach alles kaputt? Pass auf, da könnten Leute sein. Ja, die baller ich kaputt. Verlink dich mit der Steuertafel auf der anderen Seite. Kannst du sie ausschalten? Warte mal. So. Okay, ich brauche ein 1. Der 7A auf 1D da. Zack, eine ganze Row. Dann gehen wir hier auf 7A. So, dann gehen wir nochmal auf 7A. Oh, fuck it. Ja, verkackt. Ah ja, neutralisiere die Tiger Claws. Hi. Da. Ja. Der hat von mir aus was gehört. Aber selbst wenn, war es sein Ende. Und dann? Sind alle schon auf Position? Tom und Roxy sollten schon beim Cloud sein. Auf Maikos Signal geht's los. Sie kümmern sich um die Sicherheitsleute, du um Hiromi.
Aber zuerst musst du ins Penthouse rein. Kommst du nicht mit? Allein ist es weniger wahrscheinlich, dass sie dich entdecken. Außerdem bin ich hier nützlicher. Wenn sie Alarm schlagen, kann ich den aufheben. Kannst du dich reinhacken und mich ins Penthouse bringen? Ich dachte, ich könnte es, aber das wird leider nichts. Du musst es allein schaffen. Okay, bin unterwegs. Fahrstuhl ist auf der anderen Seite. Vorsichtig. Alles klar. Ja, wir gehen übers Dach. Wie sieht's aus? Wir sind drin, im Clouds. Sad Sail. Welche Etage? Ich übernehme unten, Tom geht hoch. Wir sind soweit. So, Piskes. Jetzt kommen wir oben an hier. Ja gut, wir fahren jetzt ja wirklich aufs Dach, ne? Also es geht. Okay, bin auf dem Dach. Spring auf den Balkon. Aber pass auf, okay? Auf mein Zeichen. Los! Ich komm später. Ich sag doch, ich hab scheiße viel zu tun. Warte nicht auf mich. Ich will kein Scheißabendbrot. Alles, was du kochst, schmeckt sowieso nass, der Gemehl. Lieb dich auch. Ja, das ist die Eingangstüre hier. Hey, sie haben mich. Hi, Jungs. Witzig, so ein Feuer, nicht wahr? Guck mal, Feuer. Tja, aber wegen deinem Job hast du jetzt ein Loch im Kopf. Ui, Arasaka, Schutzanzug. Na, aber das ist doch mal nicht schlecht, so ein Arasaka. Dann haben wir hier noch schön Knüppel, Kanabo. Die haben Alarm geschlagen. Da habe ich auch ein Wörtchen mitzureden. Ja, mach den Alarm mal aus. Ich checke noch, ob ich irgendwas klauen kann. Mal wieder in der Bude von so einem reichen Dude, ne? Okay, da komme ich so nicht lang. Erstmal hier ein bisschen was mitnehmen. Fuck! Stockwerk ist sauber! Ich hab sie getötet!
gerettet. Sehr gut. Ich auch. Geh zur Überwachungskamera vor dem Sicherheitsraum. Hab gehofft, du würdest mit weniger Getöse auftauchen. Zum Glück stecken sie alle in Virtus. Sonst wärst du schon Geschichte. Immer dasselbe. Weibern kann man's einfach nie recht machen. Coole Waffe. Die ist besonders charmant. Ich mag sie auch nicht. Zu eifrig. Bringen wir es hinter uns. Warum sind da drei Leute? Was hat sie vor? Das ist unser Ziel. Hiromi Sato. Hi. Was ziehen die sich rein? Eine Demo der nächsten Spitzenpuppe des Clouds. Von mir persönlich ausgewählt. Die Glückliche wird Evelyn ersetzen. Hoffe, sie ist klüger. Wer sind die anderen beiden? Das Publikum für unsere heutige Präsentation. Hiromi ist ihnen direkt unterstellt. Und jetzt werden sie sehen, wie er drauf geht. So war das nicht vereinbart. Sieh mich an. Siehst du das? Das Gesicht sagt, keine verfickte Überraschung. Ich kenne die Claws. Für die ist Macht gleich Stärke und Rücksichtslosigkeit. Es ist der einzige Weg. Maiko! Ich hol sie gleich raus. Die werden nach dem plötzlichen Erwachen nicht glücklich sein. Eine Show endet, eine andere beginnt. Genauso gut und unvergesslich. Kapiert? Maiko, in unserem Plan kamen keine Zeugen vor. Wir wollten denen doch Macht demonstrieren. Das braucht ein Publikum. Ich weiß besser als jeder andere, wie das enden muss. Vertrau mir. Ich bin das durchgegangen. Oft genug. Du meinst, du willst Hiromi ersetzen? Mhm. Selbst wenn du dich dafür den Tiger Claws anschließen musst? Scheiße. Wie sonst soll ich das Clouds vor anderen Gangs beschützen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Zu spät für Zweifel. Tom und Roxy haben ihren Teil erledigt. Eure Puppenrevolution ist in vollem Gange. Entweder wir untermauern sie und gewinnen, oder alles war umsonst. Mach dein Ding. Naja, sie ist keine Parker. Hey, was ist hier los? Wer ist das? Der lebende Beweis, dass Satos Zeit vorbei ist. Dieser Söldner hat die Kunden des Clouds schon einmal gestört. Er hat Oswald Forrest umgebracht. Und nun ist er in Mr. Satos Privatresidenz eingedrungen. Als wäre das nicht genug, ist es obendrein das, wohin Hiromis Inkompetenz uns geführt hat. Moment. Was zum Teufel? Ich beobachte Hiromi Satos sinnlose Bemühungen schon lange. Aber das? Ich glaube, es ist offensichtlich, dass seine Zeit abgelaufen ist. Wie? Scheiße, was tut sie da? Das Clouds braucht ein neues Management. Warte, Maiko. Ich glaube, du übertreibst ein wenig. Wie ich sehe, sind nicht alle einverstanden. Wie? Die Puppen im Clouds erklären sich unabhängig. Sie werden den Club von jetzt an alleine führen. Wie? Überlass mir das Reden. Die Tiger Claws bekommen einen Umsatzanteil, aber halten sich aus dem Management raus. Aufhören! Sofort! Ich habe alles unter Kontrolle. Du hast ja nicht mal deinen Söldner unter Kontrolle. Hiromi wird für seine Inkompetenz bestraft. Später. Und du wirst dich für diese Anmaßung verantworten. Jetzt. Ich werde dich totkriegen! Endlich mal was los hier! Was zum Teufel hast du dir gedacht? Hast du eine Ahnung, was jetzt passiert? Yeah, ich hab ein geiles Schwert. Das war das Beste, ich hab ein geiles Schwert. So. Deswegen hat sie mitgemacht. Sie wollte hier das Cloud selber übernehmen und damit zu einer großen Dame bei den Tiger Claws aufsteigen. Tö. Als ob ich das zulassen würde. Wir wollen das Clouds befreien und nicht den Tiger Claws in die Hände spielen. Und ob ich die hab.
Entweder du verziehst dich aus dem Klotz und kommst nie wieder, oder ich mach dich gleich kalt. Hier und jetzt. Du hast alles sorgfältig geplant. Vergiss dabei aber eins. Ich habe auch einen Puppenchip. Und das heißt? Komm, hau ab. Hey, wie verschwinde dort. Der Ausgang ist unten im Apartment. Dann such den Fahrstuhl. Ja, das ging ja mal ziemlich in die Hose, aber hey, alles andere hätte nur dazu geführt, dass sie ein Teil der Tiger Claws wird und sich nichts ändert. Sie hätte einfach nur Hiromi ersetzt, wahrscheinlich weil es ihr Plan war. Tom und Roxy sind draußen in Sicherheit. Ihnen ist niemand gefolgt. Geh runter auf die Straße. Warte bei den Imbissständen. Du hast sie umgebracht? Fuck, fuck, fuck. Du hast sie umgebracht. Judy, ich wollte das nicht. Tut mir leid. Ich weiß. Einen Moment. Ich muss mich sammeln. Ich muss das verarbeiten, und zwar allein. Wir sehen uns wie. Bis dann, Judy. Also das ist ja nicht so gut gelaufen. Aber was sollte ich jetzt machen? Dafür sorgen, dass sie sich den Tiger Claws anstimmt? Damit hätte sich doch nichts geändert. Jetzt hat das Clouds eine Chance. Also, ja. Cinnamon, setz dich und warte auf Bill Jablonski. Nochmal eine Nebenmission. Das Phantom von Night City. Komm, die machen wir noch. Ja, wie gesagt, strange Mission, aber ja, es musste jetzt so sein. Es musste jetzt sein, also. Auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen doof war, aber naja. Reden wir nicht weiter drüber. Checken wir lieber, ob es irgendwelche Items jetzt gab, die mir irgendwas bringen. Ah, ein bisschen mehr Panzerung. Ich hab eh keine Mods. Was ist das für ein Katana? Oh, ist ein sehr, sehr gutes Katana. Jo, ein maßgefertigtes Meisterstück, absolut einzigartig. Und ein Mod-Slot. Ah, 2% mehr Crit. Ja, komm, schnappen wir uns doch den Cyberpsycho. Dann können wir mal gucken, ob wir immer noch ein cooles Auto herkriegen, noch ein neues. Ja, so einen will ich nämlich noch haben. So ist es eigentlich, mein Galena hier.
Da kommt er. So, bestes Auto. Ja, ja. Ja, irgendwie eine strange Quest. Irgendwie, das nehme ich auch gerade ein bisschen mit, weil ich weiß gerade überhaupt nicht, auch jetzt, wie Judy drauf ist. Ich meine, ich habe am Ende ja versucht, eher so in ihrem Sinne zu handeln, aber weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war. Ich meine, ich bin halt dadurch natürlich ziemlich... Dies auseinandersetzen, dem absoluten Marktführer in Vollkörperkonversionen. Boah, es mit dem Regen kommt gerade richtig geil und wie schön flüssig das halt mittlerweile läuft hier. Also da muss man sagen, da sieht Cyberpunk mittlerweile halt echt richtig stark aus. So, wieder ein kurzes kleines Problemchen. Diesmal habe ich aber gleich gemerkt, dass mein Mikrofon nicht aufnimmt. Panam hat mir geschrieben. Wie, danke, dass du mich unterstützt hast bei meinem Streit mit Saul. Ich war so wütend, ich weiß kaum noch, was ich gesagt habe. Ich hoffe, du hast deshalb nicht auch irgendwie Ärger bekommen. Und nichts von dem, was ich gesagt habe, war dir unangenehm. Du weißt schon, was ich meine. Alles in Ordnung, ich vermisse dich. Okay, ich auch. Es ist bloß... Ja, was ist es denn? Panam, alles gut? Okay, warte mal. Ich glaube, ich stehe hier gerade echt ein bisschen doof. Lass mal kurz zum Cyberpsycho-Einsatz weiterfahren. Da hinten, 500 Meter. Ich warte auf den richtigen Moment. Ich will nicht irgendwie Druck auf dich ausüben oder so. Oder sollte ich das? Oh ja. Ha. Wir sehen uns bald. Okay. Alles gut, Panam. Wir kriegen das schon beide miteinander hin. Ich bin der festen Überzeugung. Muss jetzt noch ein Cyberpsycho kalt machen. Okay, Panam sagt, wir sehen uns bald. Ist doch eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich ganz gut, wenn sie sagt, wir sehen uns bald. So, jetzt ist einfach nur der Ton vom Spiel abgerauscht. Das ist ja witzig. Ich habe kurz den Controller rausgenommen. Okay, also nur der Ton vom Spiel ist weg. Ansonsten der Rest läuft ja noch. Okay, also ihr könnt es noch hören. Ich kann es jetzt gerade nicht hören. Ganz schön strange. Kann aber auch an meinem Audio-Setup liegen. Ist mir jetzt aber auch egal. Ja. Spiel steht im Freeze.
Wo versteckst du dich? So! Na du Phantom! Was zur Hölle ist das? Wow, der kann sich ja wieder recken. Ja, das Phantom von Night City. Okay, werde ich hier gerade in eine Falle gelockt? Halt die Fresse! Ja, ich kenne das hier, thermooptische Tarnung. So, Cyberpsycho. Norio Akuhara. War heute mit dem neuen Boss unterwegs. Seine Fähigkeiten lassen im Vergleich zu Sotas Kunstfertigkeit zu wünschen übrig. Hat den Job alles andere als sauber erledigt. Brauchte mehrere Hiebe, um ein paar der Typen von Sixth Street endlich zu töten. War richtig schmerzhaft mit anzusehen. Julia Lee. Warum hast du ihm nicht geholfen? Ich weiß, du hättest sie getötet, ehe er überhaupt die Klinge aus der Scheide gezogen hätte. Norio. Ich wollte ihm die Gelegenheit geben, sich zu beweisen. Julia, vielleicht gar nicht schlecht, dass er eine Chance zum Üben bekommen hat. Das hatte bei Sota immer oberste Priorität. Norio, ja, aber er hatte das Hemd ruiniert, das du mir gegeben hast. Davon abgesehen, spüre ich keinerlei Verbundenheit zu ihm. Julia, keine Sorge, du bekommst ein neues Hemd für unser neues Leben, weit weg von dieser Gang auf dem absteigenden Ast. Norio, ich glaube, das neue Hemd lässt sich leichter verwirklichen als ein neues Leben, aber warten wir es ab. Vielleicht irre ich mich ja. Obwohl meine Weitsicht sich stark verbessert hat, seit ich an meinem Zen arbeite. Okay, warum Phantom? Weil der Typ einfach so thermooptische Tarnung hat, oder warum? Ja, kümmern wir uns schnell noch um die Nachricht. So. Wupp. Nachrichten. Wie ging das nochmal? Also, ich musste das Handy aktivieren. So ging es, genau. Genau, Regina Jones. Nachrichtenfenster öffnen. Regina. Da. Genau, es ist aber. Was haben wir jetzt hier gerade? Das Phantom, genau. Das Phantom von. Kann ich auch anrufen bei ihr? Wie? Bis dann. Jo, hau rein, ciao, ciao. Denk dran, die Medien lügen. Ja, alles klar, Querdenker. Dann, genau, das Phantom. Wie, die Tigers haben scheinbar ein Cyberpsychoproblem, einer von ihnen.
Sieht er das mal an? Ach so, ja, genau. Ich müsste mal vorher diese Cyberpsycho-Texte lesen, weil einer von ihnen, das hätte ich jetzt erst hier so erfahren, dass es einer von ihnen ist. Und ja, deswegen haben die mich auch alle angegriffen. Die Tigers sind so langsam davon überzeugt, dass irgendein rachsüchtiger Geist oder Dämon sie heimsucht. Ich will das Übernatürliche per se ja nicht ausschließen, aber ich vermute, dass es auch eine ganz gewöhnliche Erklärung gibt. Noria lebt noch. Ich konnte der Stimme des Mords widerstehen. Der Stimmung des Mords. Die Stimmung des Mords oder Saki, wie Brom es in seinem Buch Zen-Buddhismus und Psychoanalyse nennt. Ach, Fromm. Die alten Samurai-Meister waren übernatürlich gut darin, drohende Gefahren zu spüren. Offensichtlich haben die Tiger Claws diese Fähigkeit nie erlernt und dafür mussten sie jetzt büßen. Manche Leute, wie Norio, müssen immer den genauen Grund für alles wissen. Er hat verzweifelt nach Julias Mördern gesucht, bis er sie gefunden hat. Wenigstens haben seine quälenden Zweifel ihn nicht umgebracht und du auch nicht. Okay, hätte ich das noch herausfinden können mit Julia? Ja, Level Up auf jeden Fall, ein paar Attributspunkte, eine neue Knarre. Ja, wir looten jetzt hier noch alles und danach würde ich sagen, machen wir auch Schluss für heute. Wie gesagt, also im Auto kommt es dann immer wieder zu diesen Sound-Crashes. Ob das vielleicht am Radio liegt, ich weiß es nicht. Na, ich google das mal. Auf jeden Fall sehen und hören wir uns wieder in der nächsten Folge hier bei Cyberpunk 2077. Ich freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, gehabt euch wohl. Vielen Dank, BB, euer Hyuga.